So, heute quatschen wir über die LG Waschmaschine. Und ich sag's euch gleich, das ist ein Gerät, das vielleicht auch in eurer Wäschekammer nicht fehlen sollte. Ihr kennt das, wenn ihr einen Haufen Wäsche habt und denkt, das nimmt kein Ende? Da kommt die LG ins Spiel. Und weil ich weiß, dass ihr auf so Sachen steht, habe ich mir das Ding genauer angeschaut. Bleibt dran, ich erzähle euch jetzt, was das Teil so drauf hat. Ach, die LG Waschmaschine. Ein richtiges Schmuckstück, sag ich euch. Also zuerst mal, die ist so sparsam, dass man fast meint, die zahlt einem das Wasser zurück. Mit der Energieeffizienzklasse A ist das Teil ein echter Sparfuchs. Und weil es ja nicht immer nur ums Sparen geht, sondern auch ums Reinigen, packt das Ding locker 9 Kilogramm Wäsche. Perfekt für eine große Familie, wo ständig was los ist. Jetzt zum Herzstück, dem Invertermotor. Der ist nicht nur leise, dass du nebenbei dein Mittagsschläfchen halten kannst, sondern auch so langlebig, dass du anfangen kannst, Namen fürs Gerät auszudenken. Und falls du mal zu großzügig mit dem Waschmittel warst, keine Sorge, die Schaumerkennung schmeißt einfach noch einen Spülgang hinterher. Das Beste, du kannst einstellen, wann deine Wäsche fertig sein soll. Stell dir vor, du kommst heim und die frisch gewaschene Wäsche empfängt dich schon. Ein Traum, oder? Und falls du Kinder hast, keine Panik, das Ding hat eine Kindersicherung. Maße sind klassisch, passt quasi überall rein und sieht dabei noch gut aus. Aber jetzt haltet euch fest, AI Direct Drive. Das Teil passt den Waschgang so an, dass deine Kleidung fast besser rauskommt, als sie reingegangen ist. Erkennt Gewicht und Stoffart und macht einfach sein Ding. Und für alle, die es gern glatt und sauber haben, die Steam-Funktion. Knitterfalten und Allergene sagen leise Servus, weil sie einfach keine Chance mehr haben. Sogar der Lärmpegel und die Schleuderleistung sind top. Mehr Kapazität im gleichen Raum? Ja bitte! Dazu kommt noch das Design. Einfach schick mit dem großen Metalldrehschalter und einem Display, das sogar mein Opa lesen könnte. Und mit ThinQ wird alles richtig futuristisch. Waschmaschine fernsteuern und neue Programme runterladen, alles easy über WLAN. Also wenn ihr mich fragt, das ist nicht nur eine Waschmaschine, das ist schon fast ein Mitglied der Familie. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen. Nachteile: extrem laut beim Schleudern und Wasserzufuhr. Vorteile: leicht einzurichten, schaut super aus, viele Programme, einfache Bedienung, leise im Betrieb. Also liebe Leute, damit wären wir durch mit unserem kleinen Abenteuer rund um die LG Waschmaschine. Findet ihr das Ding so klasse wie ich oder habt ihr noch Fragen, die euch unter den Nägeln brennen? Schaut unbedingt in die Beschreibung, da habe ich alles verlinkt, was euer Herz begehrt, von Preisen bis zu weiteren Infos. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich über jedes Like und wenn ihr noch nicht Teil unserer kleinen, feinen Community seid, haut auf den Abonnieren-Knopf und vergesst die Glocke nicht, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich bin schon fleißig am Werkeln für das nächste Video. Also bis bald und danke, dass ihr dabei wart.